Mittwoch, 20. März 2013. Heute Abend findet unsere bisher größte Kundenveranstaltung statt. 800 Augen werden zur Bühne blicken und feinstes Entertainment erwarten. Nach meinem peinlichen Auftritt während unserer Kinoveranstaltung im letzten Jahr war mein Ruf angeschlagen. Ein gottverdammter Filmriss hatte den Abend fast vermasselt. Meine Chefs zeigten jedoch Erbarmen mit mir und erteilten mir diesen einen Auftrag, der den heutigen Abend sichern und meinen Ruf wiederherstellen soll. Der Auftrag lautete: Fahre zum Schloss Rasfeld. Dort wird unser heutiger Gast kampieren. Hole ihn ab und bringe ihn sicher nach Borken. Beeile dich, die ersten Gäste warten schon. Pah, ein Kinderspiel. Rasfeld-Borken, 13 Kilometer. Das wird ein leichtes. Doch ahnte ich noch nicht, dass dies die größte Herausforderung werden wird, der ich mich bisher stellen musste. Die Fahrt zum Schloss verlief wie erwartet ohne besondere Ereignisse. Ich schaltete das Radio ein, um mich über die aktuellen Geschehnisse im Kreis zu informieren. Der Tag im Westmünsterland mit Radio Münsterland Welle West und vielleicht auch mit einer Ausstellung für Sie, denn im Schloss Rasfeld findet ja bekanntermaßen in ein paar Wochen die Ausstellung Ägypten statt und aus diesem Grund werden dort heute die Exponate ins Schloss geräumt und deswegen werden alle Zugänge für rund 2 Stunden gesperrt. Also sollten Sie das Schloss besuchen wollen, fahren Sie bitte vorsichtig und achten Sie auf die Kisten mit den Ausstellungsstücken. Aha, Archäologie in Rasfeld. Nicht schlecht. Aber achten Sie auf die Kisten. Was zum Henker soll das bedeuten? Naja, diese Pappschachteln werden meinen Auftrag schon nicht gefährden. Vielmehr beunruhigte mich, dass unser Gast auf sich warten ließ. Wo bleibt der nur? Ah, da ist er ja. Jetzt aber schnell einsteigen und los geht's. Was ist das? Achten Sie auf die Kisten, ist gut. Die haben doch glatt die ganze Ausfahrt zugebaut. Ich stecke in der Falle. Doch ich lasse mir von ein paar Sandkastengräbern, die sich Archäologen nennen, nicht den Weg versperren. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Augen zu. Geschafft. Wie gut, dass ich mit meinem Firmenwagen unterwegs bin. Moment mal, was zur Hölle liegt da auf dem Dach? Aha, die Mumie kehrt zurück. Da scheint mich doch glatt ein Ausstellungsstück verfolgen zu wollen. Okay, kleiner Kerl, dich nehme ich mit. Meine Kinder werden ihre Freude an dir haben. Das ist der schnellste Verkehrsbericht hier bei uns im Münsterland. Radio Münsterland Welle West mit einer Meldung für alle Autofahrer auf der B70 von Rasfeld Richtung Borken. Denn dort kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Also fahren Sie bitte vorsichtig. Auf der B70 von Rasfeld Richtung Borken kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Ja, ja, ein Falschfahrer auf der B70. Und das im Münsterland. Das glaubst du doch selbst nicht. Oh mein Gott! Ich glaube, ich habe Herz und Blutdruck und Puls und nun auch noch eine Kundennummer in Flensburg. Unsere Anwälte von Bongertz und Kastner mich da raushauen können? Hauptsache, wir leben noch. Es ging ja gerade noch gut. Puh. Jetzt erstmal wieder beruhigen und so schnell wie möglich weiter nach Borken. Was soll jetzt noch Schlimmeres passieren? Wir haben es ja nicht mehr weit. Hier nochmal der schnellste Verkehrshinweis bei Radio Münsterland Welle West mit einer Meldung nochmal für die Autofahrer auf der B70 von Rasfeld Richtung Borken kommen. Sie haben es bei uns gehört. Mittlerweile hat die Polizei die Straße komplett gesperrt, aber Umleitungen sind ausgeschildert. Also die B70 von Rasfeld Richtung Borken kommend ist zurzeit komplett gesperrt. Umleitungen sind aber ausgeschildert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mein Manuskript verlasse. Diese sieht nämlich vor, dass ich von nun an laut fluche, nervös werde und wild um mich herum gestikuliere. Ich entscheide mich hier
doch dafür, cool zu bleiben und einfach nur meinen verdammten Job zu erledigen. Also lasse ich alles Weitere nur noch über mich ergehen. Münsterland, Welle West mit einem weiteren Verkehrshinweis. Ich glaube, so heute krabbelt es so richtig auf den Straßen. Liebe Autofahrer, bitte vorsichtig fahren, denn es wurde ein LKW mit Gas geklaut. Und dieser LKW, der ist mittlerweile gesichtet worden, der fährt in Richtung Fennehof-Borken. Die Polizei konnte dieses Fahrzeug bis jetzt noch nicht stoppen. Also, bitte aufgepasst, es wird gesucht, ein LKW mit Gas und der fährt mittlerweile in Richtung Fennehof-Borken. Absolute Vorsicht ist geboten, liebe Autofahrer. Also fahren Sie bitte dementsprechend angepasst. Ziel erreicht. Auftrag ausgeführt. Günner, zieh dich um, mach dich frisch. Ich verschaffe dir noch ein paar Minuten mit einem Abspann. Und vergiss nicht, deine Kotztüte auszuleeren! Abgesehen davon, dass vermutlich einige Gäste heute Abend nach Hause laufen müssen, scheint der Abend gerettet. Mehr kann ich nicht tun.